Im Naturwissenschaftlich-Technischen Zentrum Natzenhoyerswerda standen Kristalle im Mittelpunkt des Interesses der anwesenden Besucher. Eingeladen wurde am Samstag zum Tag der Mineralogie. Interessierte bekamen dabei eine hochwertige Ausstellung mit einzigartigen Stücken aus aller Welt zu sehen. Wer wollte, konnte unter fachkundiger Beratung Mineralien selbst bearbeiten und gestalten. Ein Fachvortrag und die Angebote im Café rundeten den Nachmittag ab.